Hallo Messerfreunde, herzlich willkommen zum nächsten Kurzreview. Noch so ein exotisches Messer von MKM aus Manjago. Das Modell Arvenis, MKM Arvenis. Black G10, Orange Alu Inlays und die Referenznummer. Ja, wieder cool, wem das andere ein bisschen zu viel Blaze Orange war, aber sonst das aber als ganz schönen Akzent findet, dann gibt es hier die Variante mit etwas weniger Orange. Also Backspacer hier hinten drin, die Alu Inlays hier in den Griffschalen, der Rest aus G10, cool gefräst, hier noch um die Achsschraube, massiver Clip und hier auch wieder ein Flipper, geht sauber auf, schön gestaltete Klinge und auch hier wieder nicht am Material gespart, wieder M93 und wieder ein Burnley Design. Ja, der Mann macht keine schlechten Messer, die Handlage ist von seinen Messern wirklich immer hervorragend, ne? Da kannst du auch mal richtig zupacken und mal ordentlich mitarbeiten. Wir haben hier auf der einen Seite hier diesen integrierten Liner Lock versenkt in den Griffschalen. Und auf der anderen Seite haben wir auch nochmal Stahl Liner und auch hier wieder Made by Mikita. Ja, schön ein bisschen feines Chimping zum Entriegeln. Cooles Teil. Flippt einwandfrei. Links wie rechts, sauber zu tragen. Ja, auch wieder was, vielleicht für Weihnachten. Ne? Wem schwarz zu dunkel ist und blau zu bunt, wie wäre es denn mal mit grau? Wenn ihr einen Rabatt wollt, schreibt mir eine Mail. MKM, Arvenis. Cooles Teil. Burnley Design. Ja. Keine schlechten Designs hat der Mann am Start. Ja, das war's schon. Schönes Schwarz G10 Blaze Orange in Alu. Gutes Gerät.